Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Ich habe ein Problem. Und zwar das hier. Ich habe ein ganz großes Problem. Ein Rudel wilder Wölfe. Komm, sie verfolgen uns. Was sollen wir tun? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Ja, besser ist. Ich habe nämlich... Und vielleicht wurde es schon hier und da geschrieben. Au. Au. Ja, ich renne auch noch in zwei. Also, ich habe grundsätzlich was im Wald vergessen, aber zu meiner Verteidigung. Falls man mich da verteidigen muss. Ich wusste zumindest, dass mir noch ein Item fehlt. Ich wusste nur nicht mehr, wo ich es herbekomme. Aber es müsste irgendwo, ich glaube, kurz nach oder zumindest kurz nach Malin müsste das so sein. Jedenfalls fehlt eine Hundepfeife. Wir hatten es ja gelesen, die Storkheimer haben ihre Hunde trainiert mit einer Hundepfeife. So. Und besagte Hundepfeife fehlt mir jetzt, um nach Storkheim reinzukommen. Die müsste irgendwo im Wald liegen. Ich war zwar der Meinung, ich hätte alles gefunden, aber wir erinnern uns zurück, letzter Part, ne? Nicht mal Vergiftung, sondern Verseuchung. Da bin ich ja dann doch relativ zügig immer durchgerusht, in der Hoffnung, dass ich nicht komplett drauf gehe. Und das kam halt jetzt in Form von der fehlenden Trillerpfeife zurück, um mir in den Hintern zu beißen, sozusagen. Wenn ich es halt irgendwie beschreiben müsste, dann so. So, jetzt ist die Frage, ich erinnere mich leider nicht mehr, einen Tag Pause gemacht schon, habe ich keine Ahnung mehr, wie der Wald aussieht, aber ich erinnere mich nicht mehr, wo wir schon alles waren und wo halt theoretisch nicht. Beziehungsweise wo dementsprechend noch die Trillerpfeife sein könnte und wo nicht. Aber wir werden sie schon hoffentlich irgendwann finden. Und im besten Fall lasse ich mich dabei nicht komplett vergiften. Ich weiß halt echt nicht, ob ich noch weiter zurück muss. Wir werden es halt merken. So, da war Malin. Jetzt ist die Frage. Die kann ich mir selber nicht beantworten. Also ich bin der Meinung, wir haben bis zu Malin eigentlich relativ gut alles abgesucht. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, fein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass besagte Trillerpfeife irgendwo dahinter sein müsste. Wäre allerdings die wunderschöne Frage, wo. Und das ist jetzt die große Frage, die große Preisfrage. Gehen wir halt nochmal hier rein, gucken uns nochmal in Ruhe um. Wir wissen jetzt, wo das Dorf ist. Ich muss nur vorsichtig sein, dass ich mich nicht komplett von den Wölfen hier wieder dumm wie ich bin. Und das ist leider, ne, das hat sich jetzt in dem einen Tag nicht geändert. Dass ich mich nicht wieder verseuchen lasse. Dann können wir mit etwas Ruhe hoffentlich besagte Pfeife finden. Das ist jedenfalls nicht. Da ist grundsätzlich auch nichts. Hier waren wir gerade, da war auch nichts. Aber ich wollte nochmal sicher gehen, da ist nichts. Ich gehe jetzt nochmal Richtung Dorf. Wenn es da nicht ist, muss ich nochmal weiter zurückgehen, was ich nicht hoffe. Aber irgendwo habe ich diese Trillerpfeife halt ausgelassen. Das ist alles, was uns jetzt davon abhält, eigentlich weiterzuspielen. Die Pfeife der Stockholmer. Ich könnte natürlich einfach nachlesen. Das wäre langweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gehe noch mal ein gutes Stückchen zurück. Irgendwie stört mich das jetzt.
Könnte zwar eine Ausrede sein von mir nach dem Motto, hey, ich will leveln, aber wie verklicke ich das jetzt? Aber Punkt ist, oder bin ich dumm und ich habe sie eingesammelt? Aber ich glaube nicht, das wüsste ich. Nein, wir haben die Glocke, die uns sagte, wo es lang geht. Die ist leider erforderlich, um in den Wald überhaupt zu kommen. Und dann ist hier halt die Hundepfeife irgendwo versteckt. So, da war Melin. Hier war ich aber auch gerade am Gucken. Ne? Das habe ich gemacht. Ja, ja, ja. Dann am Worten nicht sehr hilfreich hier zu sein, aber... Ne? Gibt Kohle. Kohle brauchen wir auch. Ich brauche eine Menge Kohle in dem Spiel. Von daher ist das nicht ganz so wild. Gut, wenn da Maylin ist, beziehungsweise da ist Maylin gewesen. Wo bin ich nicht gewesen, dass uns hier der Schatz fehlt? Wo bin ich also quasi falsch abgebogen oder richtig abgebogen? Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich kam, glaube ich, kam ich von unten? Ich kam, glaube ich, von unten. Könnte aber von hier gekommen sein. Ich meine, hier sind schön viele Steine nach dem Motto, hey, guck mal, hier kannst du reingehen. Nee, von hier kam ich noch. Ah, ah. Da haben wir sie. Die Hundepfeife. Hat ein bisschen gedauert, aber ist okay. Das ist das Schöne an so einem... Nicht blinden Spiel. Auch nicht wirklich unbedingt halbblind. Wie man immer so schön sagt damals. Ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch Begriffe sind, die im LP jetzt verwendet werden. Aber... Ich erinnere mich halt super, super grob ans Spiel. Ne, sowas wie Maylin, weil ich den Abschnitt überhaupt nicht mochte. Kann ich mich immer dran erinnern. Kein Thema. Hier dran, dass es zumindest so aussieht wie unsere Heimat. Ja, aber dass ich die Hundepfeife brauche, so grob ja, aber wo die ist, ja. Ne, solche Sachen sind immer... Egal. Mit besagter Trillerpfeife können wir jetzt... Ich sollte sie einfach schon mal direkt ausrüsten, weil die Hermesglocke brauchen wir nicht mehr. Schon faszinierend, dass die Hundepfeife Wölfe beruhigt, ne? Aber ist okay. Kabum. Naja, gibt Erfahrungspunkte. Für mehr war das jetzt gerade nicht, aber nun... Habe ich schon wieder halben Herzinfarkt gekriegt, weil ich mich wieder abtreffen lassen vom Wolf. So, oh nein, Verseuchung, nicht schon wieder. Eigentlich vorhin einer auf der Brücke. Naja, egal. So. Kommi benutzt die Hundepfeife. Kommi, kaum zu glauben, Kommi, die Wölfe verziehen sich. Das haben sie in der Tat getan. Das heißt immer noch Medinas. Die Schatzrunden sind auch wieder da. Davon habe ich schon reichlich. Dann ist es eine von denen hier. Dann benutzen wir die mal. Die Wunderknolle. Außerdem ein Porträt. Immer wieder schön den Jingle zu hören, weil ich dann weiß, dass ich was richtig gemacht habe. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Du hast sie getroffen? Komm, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Luran. Auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sieht... Wird die Prinzessin sehr glücklich sein? Ja, eventuell. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Okay. Eine merkwürdige Bedingung. Da kommt man immer noch nicht rein. Na gut. Also nehmen wir mal an, das sind tatsächlich Fische, dann sind die da tot. Nehme ich an. Kann ich pennen? Nein. Interessanterweise kommt Maylin nicht mit rein, nach dem Motto, hey, das ist das Zimmer eines Jungen, da gehe ich nicht mit rein, aber nicht mal die Äpfel kann ich essen.
Hallo Wolf. Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Damn. Andere Frage, die sich jetzt gleich mehr stellt, ist, ich würde es mal ausprobieren. Was macht der Knochenzauber? Knochenzauber ist nutzlos. Ja, das denke ich auch immer. Das ist nicht das, was ich wollte. Was meinst du? Willst du umkehren? Ich kehre um. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf gar keinen Fall das Porträt vergessen. Komi und Melin trennen sich am Eingang des Waldes. Achso, cool, ich werde rausteleportiert. Dann hat sich das mit dem Knochenzauber leider erledigt, aber... Naja, egal, dann halt nicht. Das Spiel hat wenigstens Mitleid mit mir und sagt, den armen kleinen Kerl nochmal da durchlaufen lassen. Nein, nicht nochmal. Nein, nein, nein. Ich so, danke, gepriesen sei... seien die Macher des Spiels. So. Ich nehme an, es ist tagsüber, sie sitzt wieder im Thronsaal. Darf sich Gamme? Wie ist die Mehrzahl davon? Eigentlich sollte es die Mehrzahl gar nicht geben, oder? Bräutigams angucken. Wenn es da was Richtiges gibt, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich bin da gerade tatsächlich zu doof für. Mir fällt jetzt kein richtiger Plural dafür ein. Jedenfalls die ganzen Typen, die sie lieb haben wollen. Komi. Oh, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. Hehe, du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. Komm, du musst gar nichts tun. Ich nehme das Gemälde, die zwei Gesichter muss ich mir merken. Melin nimmt das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir, du gehst besser auch. Nehme ich an. Nach oben, meinst du, zur Prinzessin? Nehme ich an, oder? Die Schlossbewohner können dir mehr über sie erzählen. Vielleicht sagen sie dir, was sie mir verschweigen. Du hast also ein Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden. Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin so schnell es geht. Aha. Ich habe Zombies gefunden. Ja, wobei die Zombies waren ja echt. Also ich habe tatsächlich einfach nur die Eltern gefunden mit einer mega krassen Illusion. Was ist das? Was geschieht? Nicht, was ist geschehen? Melina. Melina. Unmöglich, das kann nicht sein. Wie alle anderen in diesem Dorf starben auch sie vor vielen Jahren. Nur dieses Kind überlebte, Melina. Ich weiß, ich brachte sie alle um. Eure Hoheit, wir sind nur ein Traum und kommen nicht aus dieser Welt. Wir kamen, um Melinas Seele die Augen zu öffnen. Melina, erwecke die Augen deiner Seele. Lass Vater und Mutter deine Stimme hören. Echt, also eigentlich im Prinzip ist das sehr grausam, ne? Aber gleichzeitig ist es ja so etwas, was sich viele Leute wünschen, wenn geliebte Personen sterben. So. Vater, Mutter. Nein! Tja, sowas meine ich. Prinzessin Minina, alles in Ordnung? Kopf hoch. Es scheint, der Prinzessin geht es heute nicht gut. Sagt alle Termine ab, die Audienz ist beendet. Werft diesen Typen hier auf der Stelle raus. Hallo, ich muss heiraten. Ich habe alles richtig gemacht. Was soll der Mist denn? Das läuft wohl ganz gut. Aber etwas ist merkwürdig. Der König wurde kreidebleich. Etwas stimmt hier nicht ganz. Es sieht wirklich gut. Sie jagt mich fort. Egal, lass uns ins Hotel gehen, ich bin hungrig. Ich meine, sie hat geredet. Pflicht erfüllt also, so gesehen. Komi. Hörst du mich? Ich höre dich, weise... Schatten... Oh. Ältester, hey! Bro! Der Menschenwelt steckt noch in den Kinderschuhen. Der Menschenwelt? Nicht die Menschenwelt? Der Menschenwelt, ey. Es ist noch viel Arbeit nötig, um dem Kind das Laufen beizubringen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sehnen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit.
durchquere die hohen Berge und gehe Richtung Süden. Dort gibt es jemand, der dringend deine Hilfe benötigt. Genau, also sind wir hier fertig, quasi. War das ein Traum? Mann, was für ein Tagesbeginn. Er sagte, halte dich südlich. War das wirklich nur ein Traum? Oder... Tja, gute Frage, ne? Aber... wird schon stimmen. Oh, du bist das. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Einige Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Wow, das, ich meine, ich bin unschuldig. Ich wurde rausgeworfen. Ich habe gepennt. Aber so wie ich das Spiel einschätze, heißt es, der da war's. Ich kann absolut nichts mehr essen. Na, pass gut auf sie auf. Wo ist eigentlich Deppi? Ich meine... Naja, eigentlich meine ich genau das. Wo ist Deppi? Was habt ihr mit Deppi getan? Ich will doch nur meinen Deppi. So, der König ist tot. Ne? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Ja. Der Tod des Königs offenbar eröffnet ganz neue Perspektiven für unsere Stadt. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. ist schon so... Yay. So, Hallo? Wir werden gleich eine Versammlung einberufen. Die Fremden in der Stadt werden Zeuge historischer Ereignisse. Es ist furchtbar, der König ist tot. Keine Verordnung mehr und keine Steuern, aber ist ja viel besser. Ja. Müsste ich nicht? Ich glaube, ich meine, ich müsste mit denen reden. Sie wählen einen neuen Führer. Was ist der Unterschied zum König? Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer. Bitte nicht lachen wegen sowas hier. Haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit? Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann hier jeder für das Amt kandidieren. Möchte noch jemand? Ich will auch kandidieren! Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Gut, Louis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimmen abgebt. Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon hätte rausgehen müssen, aber ist egal. Die Wahl hat begonnen. Die Wahluhren stehen dort drüben. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Das ist richtig, ja. Die Wahl hat begonnen. Man kann die Spannung förmlich spüren. Dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Also Kommunismus gegenüber Kapitalismus, so gesehen. Ich meine... Naja, ich heiße Heinz. Die Zukunft wird zeigen, welcher Politiker sich durchsetzt. Wenn Louis mit den Konservativen gewinnt, bleibt alles beim Alten. Wird jedoch Jean gewählt, kann der Fortschritt Fuß fassen. Wenn du deine Stimme abgibst, musst du die Folgen bedenken. Mit anderen Worten, wir wählen Jean. Es wählen drei Leute, nehme ich an. Ich bin einer davon, yay! Wen soll ich bloß wählen? Stimme für Jean. Ich wähle Jean. Er scheint für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein. Die Wahl hat begonnen, ja. Wir werden nun die abgegebenen Stimmzettel auswerten. Das kann noch etwas dauern, komm später. Ja, ist okay. Die
wir einmal wieder raus und wieder rein. Spätestens dann sollten sie bereit sein, hoffe ich doch mal. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich Jean 25 Stimmen, für Louis 24 Stimmen. Mit einer Stimme Mehrheit wurde ich gewählt. Trotzdem möchte ich Louis bitten, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Außerdem bitte ich euch alle um eure Unterstützung. Okay, das ist Schritt 1 für eine bessere Welt sozusagen. Und das ist übrigens der Punkt im LP, an dem ich zumindest anfange, mir wegen diesen ganzen Expansionen Guides anzugucken, um nicht zu verkacken. Wobei, das war jetzt noch super offensichtlich, was wir hier zu tun und zu lassen haben. Wir sammeln alle Vorschläge, die die Zukunft dieser Stadt betreffen. Es ist das Ziel aller, dass die Stadt ein neues Gesicht erhält. Ich glaube, eigentlich müsste das jetzt schon gepasst haben. Oder muss ich nochmal mit wem reden hier? Kaiser Heinz, in Loire wurde Jean gewählt. Er ist auf dem richtigen Weg. Aber auch Jean braucht Zeit, um Änderungen zu ermöglichen. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 20%. Gucken wir uns doch mal in der Zeit an, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe oder nicht. Ne, das ist das Orakel. Das ist nicht das, was ich suche. Was ist das hier? Gab es überhaupt Magier? Ich wollte schon sagen, gab es einen Magier, ne? Ne, irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Ich hab's gleich. Kann aber sein, dass es einen Moment dauert, bis die Stadt ihren Wachstumsschub kriegt. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich bin ehrlich erleichtert, dies ist das Beste für die Stadt. Ja. Ich möchte gern wissen, wie Loire sich ändern wird. Wer die meisten Stimmen erhält, wird gewinnen. Ja, das haben wir schon festgestellt. Vielleicht muss ich auch ins Inn. Ja, Jean. Ha, die Stadt hat sich weiterzuentwickeln, mehr nicht. Warum tut sie nicht das, was ich von ihr verlange? Warum geht das erst wieder? Ich glaube nicht, dass das erst später wieder ging. Naja. Aber kann natürlich trotzdem sein, dass ich das erst später machen kann, nach dem Motto, weil sie ja auch im Bett hier liegt oder so. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass das so ist. Es ist wieder sehr frustrierend. Naja, machen wir mal so. Was willst du? Niemand darf das Schloss unerlaubt betreten. Oh. Wenn es sich jetzt noch nicht weiterentwickelt hat, dann werden wir erstmal gehen. Weil ich nicht weiß, warum es gerade nicht den Sprung weitermacht. Das ist das Ziel aller? Ja, das ist schön. Ich müsste auch andere Sachen vorbereiten können. Das ist auch in Ordnung. Hallo Marcel. Ich hörte, der König sei tot. Doch das ist mir egal. Ich bin glücklich, wenn ich das malen kann, was ich mag. Ja, also irgendwie... Eigentlich müsste die Stadt sich weiterentwickeln und macht es gerade nicht. Das ist sehr doof. Ich weiß mal wieder nicht warum, aber... Dann gehen wir halt erstmal weiter. Keine Zeit für sowas. Brauche ich immer noch einen Pass? Nein. Friss das Spiel! Möchtest du den Zoll passieren? Geh durch. Der Tod des Königs trübt die Zukunft Loires. Wen kümmert der Zoll? Ja, echt mal. Wen kümmert der Zoll? Ich weiß allerdings trotzdem nicht, warum die Stadt sich nicht weiterentwickeln will. Ach, holla. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilio ist darüber sehr verzweifelt. Dr. Emilio erforscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt das kostenlos an der Rezeption. Nice. Dr. Emilios Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Das ist ein ziemlich netter Arzt dann. Was ist los? Bist du krank? Du siehst doch kerngesund aus. Ich fühle mich nicht gut. Die
Die Stadt, die ich aufgesucht habe, entwickelt sich nicht weiter, Doktor. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio tut alles, was er kann. Es ist so heiß. Ich fühle mich schrecklich. Das ist so traurig. So, very much traurig. Die Königin von Spanien regierte einst im Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre drei Söhne auf einem Schiff starben. Ha. Ich stelle gern solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirchenschmuck entwerfen, nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Das sind alles so kleine Sidequests, die ich prinzipiell nicht mal machen müsste. Ich heiße auch Heinz! Hey, bis jetzt gibt es kaum Industrie, auch hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt 0%. 0 ist ein bisschen wenig, ne? Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Wenn wir hier fertig sind, brauchen wir nicht mal mehr Geschichtsunterricht. Dann wissen wir alles, was wir wissen müssen. Junge, kennst du die Quatros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Fast hätte ich dann einen sehr bösen Satz gelesen, nämlich sie handeln mit Menschen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lasst uns beten. Amen. Ja. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ah, die kenne ich. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr besser geht. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Guter Gott. Ah, ihr merkt schon, ich werde in diesem Part wahrscheinlich nur Aloha erstmal ein bisschen untersuchen und dann herausfinden, warum sich diese verdammte Stadt nicht entwickelt. Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort über das Land gekommen. Das Böse? Ein random rumliegendes Glückselixier. Nice. Erstmal saufen. Im Schloss Toronia soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Angeblich enthält es Juwelen anstatt der Augen. Das führte dazu, dass sich viele Diebe dafür interessierten, aber keiner kam je zurück. Finde ich schön, dass er da sich da am Schütteln ist. Hat er mit dir schon geredet, oder? Im Süden liegt der Hafen Aholas. Es ist ein kleiner Hafen, doch die Sardinenfischerei floriert. Ah. Ups. Hallo? Hi? Aholas Spezialität sind frische Sardinen. Sardinen. Hast du irgendwas Interessantes? Nö. Gut, ich könnte Gifte, Gegengifte kaufen, aber... wobei, so ein Chaos wie beim letzten Mal will ich nicht nochmal haben. Also, wer nichts kauft, fliegt raus. Stab, Silberspeer, Kettenhemd, theoretisch eine Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben will. Oh, Roy. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Loire. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Du kamst durch den Zoll? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hörte, der König von Loire wurde ermordet. Es kam zu Tumulten. Achso, ich sollte unsere müden Gäste nicht überanstrengen. Das macht 10 Taler in Ordnung. Ja, gut, ich bleibe. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Nice. Viel besser. Ich floh aus Spanien in dem angrenzenden Land. Es war der reizende Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht, aber meine Frau und mein Kind. Aber hey, du hast ja mein Fleisch. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Was? Kanalisation? Ich habe da einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der uns von seinen großen Träumen erzählte. Er hieß Columbo. Und er sagte, er suche nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichte zu erzählen. Wie man das halt so macht, ne? Nach Spanien gehen, wenn man Geschichten erzählen will.
Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardinen. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Ich habe ja anscheinend keine Option, ja oder nein zu sagen. Naja. Ups. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt versuchen herauszufinden, warum die Stadt da nicht exponentiell besser werden will. Wahrscheinlich, indem ich nochmal 2 Millionen Leute anquatsche oder so. Eigentlich müsste die nämlich hier sich mittlerweile verbessern. Und ich weiß nicht, wieso sie es gerade nicht macht. Aber ja. Prinzessin Medina den Thron bestiegen? Bei der Wahl ist nichts herausgekommen. Wie, bei der Wahl ist nichts herausgekommen? Da unten so, Jean hat gewonnen, Jean. Und er sagt mir, bei der Wahl ist nichts herausgekommen? Tja. Ich bin ehrlich gerade ein bisschen verwirrt, aber ich werde es schon herausfinden und sage erstmal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Auch beim nächsten Mal wird Komi wieder versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze. Und ich habe noch mehr als 100 Projekte auf dem Channel, also viel Spaß dabei. Es gibt noch einiges zu entdecken.